Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wolfenstein 2. Und wir sind ja eigentlich immer noch hier am Anschleichen. Okay, er hat uns nicht mitgekriegt. Wir können erstmal in Ruhe die Waffen auswählen. Ja, nochmal dick nachladen. So, probieren wir es jetzt wirklich mal mit der Schleichtour. Die immer für komische Geräusche machen. Wow. Ah! Dann kriegst du das Beil trotzdem. Was dich noch nicht mal gekillt hat. So. Ich höre dich, Hundi, aber ich sehe dich nicht. Ach, hinter mir! Lad nach, lad nach! So, ich brauche mal kurz andere Waffen. So. Na? Das ist nicht die feine englische Art da von oben. Und du irritierst mich. Auf dich zu bewegen. Kommt gleich der nächste an hier. Habe ich Tank erwischt? Sah so aus. Nee, Bastard bin ich nicht. Na, kommt. Oh. Die Dinger fliegen also in die Luft. Gut zu wissen. So, einmal schön hier hoch. Na, 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 na. Und liegen bleiben, ne? Ich sehe dich doch. Verstecken hilft nicht. Sag mal, habt ihr neue Rüstung gekriegt? Muss ich jetzt auf den Kopf schießen oder was? Na, hier komme ich nicht durch. Wo ist denn der Kommandant? Ah, der muss ja hier irgendwo drin sein. Ah. Erwischt. Nummer 1. Wo ist Nummer 2? Schallplatte, Gesundheit. So, einmal um hier rand. Und du stör mich nicht beim Nachladen. Na, warte. Ich kann besser zielen mit meinem Sturmgewehr als du mit dem Laser. Lieber immer nochmal Nummer sicher gehen. Hä, wo ist er denn? Ab hier 30 Meter, 27 und ab hier. Der muss über mir sein. Heißt so viel wie? Wir müssen uns hier nochmal durchschlängeln. Ah. Pflanzenkulturen. Für Sauerstoff. Eigentlich gar nicht so schlechte Idee. So, jetzt nicht wieder die Monitore umrennen. Wo ist der Typ? Ganz ehrlich, ich bin blind. Der stand bestimmt schon die ganze Zeit da. Aber nee, bin ich heute blind. Gut. Aufzug weiter nach oben. Irgendwann müssen wir ja die Spitze erreicht haben. Willkommen beim Generalstab. Mitglieder. Ein Haufen Arschlöcher. Habt ihr Arschlöcher meine Odin-Codes? Was dröhnt denn hier so? So, dann geben wir jetzt erstmal Gas hier. Muni könnte ich wieder gebrauchen. Ne, die Dinge kann man leider nicht öffnen. So, jetzt aber. Und nachladen.
Okay, die darf ich dann noch nicht töten. Nee, oh. Ah, der hat uns durch das blöde Glas gesehen. Er ist nicht verfügbar. Wo kommst du her? Blödes Mystery. Ah, ich muss so kurz in Deckung gehen. Okay, das mit der Deckung war ein bisschen zu spät. Mal ein bisschen mehr konzentrieren hier. So. Na gut. Nachladen und weiter. Wow. Ah, okay. Ich brauche zwei Beile, um die auszuschalten. Okay. Wie soll denn das gehen? Wie soll man denn sich denn da durchschleichen können? Das ist doch eigentlich nicht möglich. Weil an den kannst du dir definitiv nicht vorbeischleichen. Der dreht sich doch viel zu schnell um. So, wo ist der Typ jetzt, der uns vorhin hinterm Glas gesehen hatte? Sehe ich ihn nämlich nicht mehr. Durch die Tür kommen wir doch gar nicht. Hä? Nicht verfügbar. Na gut, dann... Ne, falsche Waffe. Ja, und jetzt nochmal die in Aimbo. So. Munition ist soweit auch richtig eingestellt. So. Das tut mehr weh. Auf dich habe ich gewartet, du Schrotthaufen. Wow. Kurz nachladen. Ja, wartet. Ich sagte, warte. Boah, kommen da viele. So. Dich nochmal. Dir nochmal ein bisschen. Dir nochmal ein bisschen. Ja, einfach mal kurz durchlaufen. Und nachladen. Nachladen. Und da haben wir dich. Keine Verstärkung mehr. So. Du ein bisschen Schrot. Du ein bisschen Schrot. Und danke, dass ich nachladen durfte. Willkommen beim Generalstab. Mitglieder? Null. Jo. Okay. Jetzt muss ich nur noch zum Hauptterminal gelangen und die Odin-Codes für den Ausmerzer besorgen. Gut. Ich gucke hier gerade nochmal nach ein bisschen. Oh. Stuff. Kommandant Schneckels E-Post von Kommandant Hermann Schneckel an Venus Kommandozentrale Sicherheit. Datum 5. August 1961. Ich habe General Engel darüber informiert, dass neue automatische Verteidigungssystem Odin erfolgreich implementiert wurde. Sie zeigte sich sehr zufrieden. Die Odin-Codes sind für sie jetzt Priorität. Sie müssen dafür sorgen, dass sie sicher und vor jeglicher Manipulationsversuchen geschützt aufbewahrt werden. Verstanden? Falls jemand die Codes in die Hände bekommen sollte, hätte er voll Zugriff auf den Ausmerzer. Ein katastrophales Szenario. Wie mir aufgefallen ist, hat die Wartungsabteilung das Loch unter dem Globus in der Kommandozentrale trotz meiner Bitte immer noch nicht versiegelt. Diese Öffnung mag faulen Technikern schnell Zugang geben,
um die Steuerung anzupassen, ist aber gleichzeitig eine ernsthafte Sicherheitslücke und daher vollkommen inakzeptabel. Es muss zumindest eine Klappe mit einer Codesperre angebracht werden. In 3 Tagen werde ich die Angelegenheit erneut überprüfen. Kommandant Hermann Schmeckel. Okay. Hier über diese Kommandokuppel hier? Die hab ich doch zerschossen. Hm. Gut, gucken wir erstmal. Ah ne, hier müssen wir hin. Und hier rein. Ah, hier unten. Na, komm. Immer weiter voran. So. Und Odin kurz besorgen. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Ja, ich bin noch im Generalstab drinne. Odin kurz. Wo seid ihr? Schmeckt's dir, Vogel? Mach dich besser auf den Weg. Ein Taxi kommt. Wieso ist die Notbeleuchtung an? Wo sind alle hin? Hier stimmt was nicht. Halte ich bereit. Ja, okay. Gib dir Deckung. Ja, ja, ich darf ich mal die richtigen Waffen sehen? Okay, ich sehe sie jetzt überhaupt nicht, deswegen gehen wir mal mit dem Dieselkraftwerk ran. Herzlichen Glückwunsch, William. Auf dich, du Superheld. Okay. Alles Gute zum Geburtstag, Herr Blaskowitsch. Blaskowitsch. Alles Gute zum ein erfolgreiches Lebensjahr, Blaskowitsch. Auf ein weiteres Auf Jahr dich, mit Superheld. Captain Weltraumfisch. Alles okay. Gute, dein Lieblingskuh. William, puste deine Kerzen aus. Wünsch dir was. Max okay. Hals! Max Hals! Oh, ist das süß. Ja! Hätte ich gedacht, dass ich so lang mache. Also auf Bruder Blaskowitsch, den zähesten Schweinehund, den ich kenne. Terror, Billy! Wow, das nenne ich einen richtig guten Bananenkuchen. Der ist von Max. Max Hass! Oh! Hier kommt flüssige Liebe. Großer Gott, der brennt glatten Loch in den Bauch des alten Horten. Jungs! Also, wie war die Venus? Haben Sie mir irgendwas mitgebracht? Tja, der Souvenirladen war zu, aber ich hab das. Heilige Scheiße, Blaskowitsch. Erzählen Sie von dem Schiff. Ich muss Ihnen auf jeden Fall vom Silberfisch erzählen. Ist das der Name des Schiffs? Ist ziemlich klein. Sigrun. Ja, Frau Grace? Hören Sie, ich brauch mal Ihre Regimeaugen. Ich gehöre nicht zum Regime. Wie auch immer. Also entschlüsseln Sie die Odin-Codes, damit wir das Abwehrsystem deaktivieren und den Ausmerzer kapern können. Ja, Frau Grace. Aber bitte, ich gehöre nicht zum Regime. Oh, tut mir leid. Habe ich Ihre Regimegefühle verletzt? Schluck's runter, Püppchen. Was zum Teufel, Gott verdammt! Scheiße. Kameraden, Brüder und Schwestern, vielen, vielen Dank.
Morgen ballern wir auf das Regime, bis uns die Kugeln ausgehen. Aber heute, heute feiern wir Blaskovic. Hört, hört! Hey! Unten Fusel. Nicht ihrer. Hey! Hört, hört! Max! Na los! Ja! Na los, Junge! Na los! Ja! Ja! Oh! Oh Gott verdammt! Da hat jemand die Toilette zugeschissen! Ist doch nicht wahr! Oh. Sie haben deinen Kopf in diesem Glas aufbewahrt, Terror Billy? Hey, hey. Hört, hört! Max, halt! Max, na, los, schlag schon zu! Max! Oh. Max, heiß! Max, heiß! Komm schon, William, der hält's auf! Komm schon, das geht besser! Oh. Alles okay, Wyatt? Whisky? Also, Horten fängt mit Mais an. Manchmal haben wir auch Gerste genommen. Ich glaube, ich mag Roggen, aber normalerweise nimmt er Mais und dann... Liebling, William. Wach auf, William. Oh, oh, Baby, bitte. Das kleinste Geräusch ist wie eine Kugel in den Kopf. Was ist los? White ist verschwunden. Blaskovic. Sie müssen ihn finden. Ich muss noch alles für die Mission regeln. Los! Wir suchen ihn schon die ganze Nacht, aber finden ihn nicht. Du musst ihn finden, bevor es losgeht. Okay. Ich brauche noch ein bisschen Schlaf. Eine Stunde, okay. Okay, dann finden wir nach dieser schönen Party mal den netten Wyatt. Und... ja, Anja, schlaf dich mal raus. Leute, Wyatt ist verschwunden. Captain Blaskovic sucht nach ihm. Wyatt, was ist nur mit ihnen los? Er ist immer zugedröhnter. Oh, Herr Blaskovic, ich hörte, Wyatt wird vermisst. Sie werden ihn finden. Ja, Junge, ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Ah. Und das ist immer noch nicht gelöst, was das Ding ist, ja? Na gut. Ich bin letzte Nacht früh ins Bett, also weiß ich nicht, wo Wyatt ist. Haben Sie meine Schwester Hoshi gefragt? Nee, habe ich noch nicht. Hallo? Wyatt ist weg? Vielleicht weiß Holton ja was. Der ist immer ziemlich aufmerksam. Okay. Hey, die haben das Loch repariert, was wir hier reingemacht haben. So, wir wollen jetzt aber keinen neuen Run starten. Obwohl, wir könnten uns doch mal hier einfach mal bei der Munition bedienen. Hallo, Blaskovic? Ja, hallo. Ich will nur kurz Munition tanken, mehr nicht. Sicher ist sicher. Gut. Hey, wir haben hier ein wirklich ernsthaftes Problem, Mann. Okay. Ich habe eine Inventur im Munitionslager durchgeführt, als diese verdammte Riesenratte mich wie tollwütig angesprungen hat. Die war so groß wie ein Hund. Sowas habe ich noch nie gesehen. Würde sie jetzt nicht in der Kiste in der Falle sitzen, weiß ich nicht, was passiert wäre. Sie müssen ins Munitionslager gehen und sie erledigen, Mann.
Lassen Sie sich nicht beißen. Von dem Mistvieh kriegen Sie ganz bestimmt Tetanus und was weiß ich nicht alles. Okay. Versteck dich nur. Ist ja nicht deine Schuld, dass du eine Ratte bist. Ja, und was mache ich jetzt dagegen? Die ist ja jetzt weg. Die kriegen wir doch nie und nimmer. Verdammt, sie haben echt Eier. Danke. Jetzt kann ich wieder schlafen und muss keine Angst haben, dass mir das Biest die Augen ausnagt. Na denn? Gut, dass wir geholfen haben. So, hier waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Anja, du schnarchst ganz schön. Oh. Wyatt sah letzte Nacht unglücklich aus. Vielleicht wollte er sich ja aufmuntern. Billard funktioniert bei mir immer, aber ich kenne ihn nicht so gut. Gut. Bei Max haben wir auch soweit nichts. Ich habe gehört, Sie suchen Wyatt. Hab ihn leider nicht gesehen, Schätzchen. Sprechen Sie mit Horton. Er weiß immer alles. Aha, Horton weiß immer alles. Ich glaube, Wyatt hat sich gestern in der Messe mit Paris unterhalten. Ah, okay. Ja, gut. So, das ist Seth's Lab. Bestimmt wollte Wyatt seinen Rausch ausschlafen. Wie der Rest von uns. Könnte auch sein. Ich habe Infos für Sie, Mann. Okay. Also folgendes, Bee. Wir könnten einen Funkspruch abfangen, in dem die Baumaterialien erwähnt wurden, die die Ärsche zum Generalstab auf der Venus geschickt haben. Jetzt kommt's. Auf der Liste steht ein voll funktionsfähiger Schlachtenläufer. Die benutzen ihn wohl, um Decken zu streichen oder so. Wer weiß. Naja, schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Viel Glück, Bee. Ja, aber wir suchen immer noch Wyatt. Okay, Max. Komm. Lass uns ein bisschen Fußball spielen. Max, hasch. Komm, Max. Mach nicht so ein trauriges Gesicht. Los. Spielen wir. Max Haas. Glaubst du, ich sehe das nicht? Wie du es dir leicht machst? Glaubst du, ich kenne das nicht? Mit anzusehen, wie Freunde ermordet werden? Meine Familie! Meine Kinder! Und wie einfach es wäre, sich im eigenen Kopf zu verkriechen, bis das Leben nichts mehr bedeutet? Weißt du, was ich tun musste, um nicht zu zerbrechen? Um mich zusammenzureißen? Um die Bilder auszublenden? Ich ertrage es nicht, dich so traurig zu sehen, weil es mich daran erinnert. Weil die Bilder zurückkommen und mich traurig machen. Ich kann mich nicht wieder verkriechen. Denn nächstes Mal komme ich nicht wieder raus. Verstehst du das? Also lach mal, Max. Um Himmels Willen, lach mal. Maxas! Lächeln! Maxas! Lächeln! Max! Lächeln! Maxas! Okay, Max. Okay. Scheinbar kann ich dich nicht glücklich machen. Und in deiner Nähe bin ich traurig. Max Haas! Ich... Max! Oh, armer kleiner Max. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann!